Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder soweit. Wir sind on Tour. Wir zeigen euch mal wieder ein paar Projekte. Wir wollen ja ein bisschen Tuning wieder aufleben lassen, gerade jetzt über den kalten Winter. Und zwar, wir sind mal wieder bei Holy Hoy. Wir zeigen euch heute, ich sage vorsichtig, ich behaupte mal wirklich einen der wildesten Umbauten Deutschlands aktuell. In kürzester Zeit, was die Jungs da bauen, ist wirklich krass. Also, ich weiß noch, als ich das letzte Mal Wörthersee getroffen habe, da ging das gerade erst los. Jetzt, ein paar Monate später, werdet ihr sehen, was da schon steht. Wirklich. Genau nach meinem Geschmack. Einfach alles zerflext, alles wild. Nachher, ich glaube, er ist schon da, ist hier Mike, Dr. Kleb und Dicht auch am Start, weil heute geht es nämlich darum, auch an diesem Projekt die Seitenteile einzukleben. Und da gibt es halt keinen besseren als Mike. Aber ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Guten Morgen! Guten Tag! Ja? Moin! Servus! Hi! Na? Hi. Wir starten heute mal direkt durch. Ja. Hi! Philipp Eisner! Hi! Was geht? Du machst immer hier so Überraschungsbesuch, ne? Ja, bevor du Hallo sagst, ja, Wird immer direkt hier los. Ich hab's angekündigt, mittlerweile, glaube ich, so mit einer der wildesten Umbauten Deutschlands, kann man schon fast so sagen, ne? Ist das so? Ja, für die Kürze der Zeit. Ja, ich weiß noch, wie wir am Wörthersee standen, da war das ja gerade noch so, ach ja, mal gucken. Und dann, bumm, zack, alles zerflext und wild. Und halt auch wirklich mit einer krassen Geschwindigkeit, wie es vorangeht. Das muss man wirklich schon sagen. Also ja, man selber kriegt das nicht so mit, wie jemand außenstehend ist, weil man halt doch den Knochen spürt, was es für eine Arbeit ist. Gell? Aber der Mike hat auch schon gesagt, dass das hier relativ schnell vorangeht. Ich war hier 15. November letztes Jahr. Da kam der LKW mit der Kiste, da haben wir das rausgepackt da zusammen. Ja. Da stand das hier noch. Ja. Da war der noch nicht angefangen und nicht fertig mit dem Abdichten. Und da war der Plan eigentlich noch, dass das Kit eigentlich an die Originalkarosserie dran soll. Ne? Bis wir dann gecheckt haben. Da sehe ich. Das funktioniert so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Alles, was so original dran ist. Nee, wirklich, krass. Müssen wir einfach vorstellen, müssen wir einfach zeigen, weil ja, wahrscheinlich ist es am einfachsten, das Originalteil zu finden, ne? Das Originalteil ist nur noch das hier. Dabei gibt es gar nicht mehr, ne? 0,0. Hattet ihr, ich weiß noch, am Wörthersee ist hier gerade angefangen mit Zerschneiden, ne? Könnte sein. Im Mai so, ne? Ja. Weil da weiß ich noch, da stand gerade so im Raum, dass wirklich am Ende nichts mehr überbleibt, außer das Dach. Genau. Wie gesagt, die Originalkarosserie war viel zu hoch. Wenn wir das Kit da dran geschraubt hätten, wäre das Ding im Endeffekt ein Hochhaus gewesen. Und das passt natürlich nicht zu euch? Das passt nicht zu uns. Und wir hätten dann entweder die Option gehabt, den kompletten Unterboden auszutrennen, die komplette Achsen, Kardanwelle und alles weiter nach hoch oben zu setzen, um das Fahrzeug halt tiefer zu bekommen. Und der Aufwand war dann aber zu groß und haben uns gedacht, naja, komm her, dann machen wir das gleich original und bauen das Ganze auf dem Rohrrahmen. Ja. Fahrzeug dann Stück für Stück zerschnitten, in der Zelle quasi den Rahmen oder den Rohrrahmen gebaut, immer wieder mehr weggeschnitten, bis dann letztendlich nur noch die Dachhaut übrig geblieben ist. Okay, das heißt, das war ursprünglich. Wie seid ihr an das Auto gekommen? Das Auto? Gibt es da eine Geschichte zu oder einfach nur so Bock auf so ein, auf was ganz Extremes gehabt? Unseren eigenen YouTube-Channel halt mal wieder so ein spannendes Projekt sucht, was halt so keiner macht. Zackspeed Capri baut keiner, außer Zackspeed selbst oder irgendwelche zwei, drei Verrückten vielleicht aus England. Und deswegen war das Objekt der Begierde. Ja, angefangen haben wir dann natürlich, uns Skizzen aus dem Internet zu besorgen von irgendwelchen Vorgängern. Aber ihr habt wirklich nicht damit gerechnet, dass er so eskaliert? Nee, aber ja, wirklich nicht. Sympathisch. Und haben dann wirklich hier anhand von Bildern nur hinter diese Pelle hinten schon, ne? Grobe Skizzen gehabt, haben dann gewusst, okay, wir bewegen uns jetzt im Unterbodenbereich, jetzt von B-Säule zur A-Säule, dann geht im 45-Grad-Winkel die Verstrebung immer weg und das hat dann alles so Freestyle-mäßig einigermaßen gepasst. Ja. Ach krass. Ich habe übrigens neulich den Originalmotor dazu gesehen. Ja. Finde ich super. Ich stand vor, wusste aber nicht, dass es eigentlich der Motor ist. Und zwar bei Olaf Motorentechnik bei uns im Hecker stand der auf Motorenprüfern zum Abstimmen. Ja. Aber einiges teurer wie so ein LS-Motor. Ja, er wollte geldmäßig nicht sagen, was da so rumsteht. Ja, wir haben uns halt für eine ziemlich simple Maschine entschieden, weil bekommst du relativ günstig und du kannst vom LS1 bis zum LS7 jetzt an den Punkt eigentlich alles reinsetzen, was so geht. Ja. Also, wir müssen ganz vorne anfangen. Bevor wir jetzt hier bei dem Motor schon ankommen. Ja. Das hier ist so, wie er damals war. Genau, das hat jetzt zwar ein Engländer nachgebaut, aber der hat das ziemlich original getreu nachgebaut, wie der Zackspeed wirklich gebaut worden ist. Das heißt, auch damals war es schon so, dass wirklich nur die Dachhaut von dem Zackspeed da eigentlich dran war, also von dem originalen. Also alles das, was man da jetzt sieht unter dem Kit, wir bauen das nachher nochmal schnell runter, so ist der originale Zackspeed auch
zerschnitten worden und das ist das Einzige, was vom Originalfahrzeug noch übrig geblieben ist. Das heißt, unterm Strich hättet ihr ja fast schon gar nicht ein ganzes Auto kaufen müssen, sondern hättet einfach Flex-Säulen ab. Und kriegst aber leider kein einzelnes Dach in der Konstellation, sag ich mal so. Ach krass, und habt ihr euch wirklich hingestellt und ihr habt die ganzen Streben alles so Stück für Stück nachgebaut? Tagelang, wochenlang bemessen, Pläne gemacht selber und ja. Und so gar keine Angst irgendwie, dass das Ding danach irgendwie 8 Spuren im Schnee macht oder so? Naja, ich habe ja immer von Anfang an gesagt, wenn ja einer uns auf das Projekt angesprochen hat, ich habe da selber noch so ein ganz schwarzes Loch im Kopf in Zukunft, weil man ja nicht weiß, wo da die Reise hingeht, aber wir haben uns da wirklich Stück für Stück vorgearbeitet. Der Kniff an der Geschichte ist, wenn du halt selbst ein Auto baust, musst du halt schon immer 25, 30 Schritte vorausdenken, damit du nicht irgendwas baust, was dir am Ende des Tages irgendwo im Weg ist. Dann ging es weiter mit Achstechnik, musste natürlich irgendwas Vorgefertigtes reinbauen, haben uns jetzt letztendlich für BMW entschieden, das ist eine BMW E90 Vorder- und Hinterachse drin. Auch allein die Position von den Achsen, Vorderachse, wo kommen die hin, die Höhe, die Hinterachse muss höher, weil hinten 20 Zoll drauf kommt, vorne 17 Zoll, damit am Ende des Tages das Ding auch kerzengerade steht mit 18 mm Bodenfreiheit. Also das muss man halt alles vorneweg schon einkalkulieren. Stimmt, wenn man jetzt auch auf die Karosse guckt, sieht man schon, wie hinten deutlich der Ausschnitt größer ist. Dann auch Position, Maschine, dass das alles funktioniert, dass das auch noch unter die flache Front geht, unter die Haube, die hat so eine kleine Ausbeulung, da passt jetzt hier perfekt die Ansaugung vorne drunter, dass das mit der Lenkung noch hinhaut, dass hier das Riemenrad perfekt in die Lenkung reinpasst. Also das ist schon... sagen, gut ab. Richtig tricky gewesen. Weil das ist ja schon übertrieben gesagt, geht ja schon in Richtung Fahrzeughersteller eigentlich. Weil es ist ja nicht mehr nur irgendwie zerschneiden und ein paar Rohre anbringen, ja. Sondern BMW Vorderachse, BMW Hinterachse, die Position, wie habt ihr das hier zum Beispiel gemacht mit den Querlenkern? Irgendwie so Maß genommen von der Originalachse und das dann irgendwie ähnlich positioniert? Wir oder? Haben tatsächlich den originalen Aluminium-Vorderachskörper genommen, haben das in der oder auf dem Rahmen positioniert, das alles fixiert, wie es muss, und haben dann 1:1, sag ich mal, die Aufnahmepunkte von der Achse übertragen. Ich habe hinten noch den Achsträger. Run. Oder was sagst du? Gut ab, echt. Steht so schweigsam da hinten oben, ist auch noch sprachlos. Das ist krank. Also wie gesagt, normalerweise, dieser Umbau ist für mich eigentlich was, so eine alte Rennsportfirma, die das seit 20, 30 Jahren macht und sich denkt, wir bauen jetzt mal so ein krasses Auto. Ja. Weißt du, da würde ich sowas erwarten und nicht mal eben so in ein paar Monaten als erstes so das. Hier haben wir jetzt die Aufnahmepunkte, die originalen, einmal für die Zugstreben vorne und dann hier noch für die Lenker. Das haben wir dann 1:1 so in den Rohrrahmen übertragen. Das ist original E90? Genau. Wusste ich gar nicht, dass die schon so einen Alu-Träger haben. Was natürlich am kniffigsten war, dann am Ende des Tages, war auch Position von den Böden. Welcher Nachlauf und so weiter und so fort. Also das war schon ziemlich knifflig, das alles auszurechnen und zu positionieren. Jo. Was habt ihr am Ende mit dem Auto vor? Was ist das Ziel? Also bei euch ist ja wahrscheinlich auch ähnlich wie bei mir immer erstmal das Ziel in das Bauen. Weil das Bauen einfach geil ist, ne? Genau. Wenn man das Ding so nach und nach entstehen sieht. Das macht wirklich am meisten Spaß. Um die Frage gleich zu beantworten, das Ding wird nie TÜV kriegen oder das wird nie im öffentlichen Straßen. Ach echt? Ich dachte eigentlich, nächste Woche ich wieder. Ja, ich lese nämlich jetzt schon die Kommentare, was es mit TÜV. Ja, hier ist es auch wieder so eine Frage, TÜV oder nicht TÜV. Natürlich hat die Maschine kein TÜV. Wenn die TÜV hätte, würde die total bescheuert aussehen. Dann wäre wieder hier so ein Nummernschild dran und so ein Schutzblech. Dann wäre eine riesen Auspuffrohre dran und Luftfilter und all so ein Quatsch, was man nicht braucht. Das ist ein reines Pfandprojekt, um wirklich mal zu zeigen, was man wirklich auch mit wenigen Mitteln bewerkstelligen oder bauen kann. Gell? Ja, ja. Also wir haben jetzt zwar mittlerweile schon eine große Halle, aber immer noch nicht das Know-how oder die Technik oder die Maschinen, um eigentlich sowas bauen zu können. Das fing schon mit einer Rohrbiegemaschine allein an, was man an manchen Stellen vielleicht jetzt auch sieht, dass wir das gar nicht hatten. Wir haben mit Winkeln gearbeitet, haben die Rohre auf Stoß verschweißt, mit Knotenblechen versteift und so weiter und so fort. Also da ist nicht ein Rohr gebogen worden in der Kiste. Ne? Das heißt, der komplette, ich sag jetzt mal Käfig, ist auch eigentlich entstanden aus geraden Rohren? Genau. Komplett? Ja. Krass, und dann selbst solche Ecken habt ihr komplett verschliffen danach wieder? Ja, die haben wir halt so V-förmig wirklich ausgeschliffen. Ja. Weil es sieht schon krass massiv aus, oder so, Mann. Wie ist das so gewichtsmäßig aktuell? Gewichtsmäßig waren wir bei 600 irgendwas Kilo. 650 ungefähr. Der Maschine an. Also hat schon ein bisschen Gewicht, ist auch kein Chromstahl. Weil für mich sieht das schon eher so aus, als wenn das am Ende so eine Fahrmaschine wird. Ja. Also weiß nicht, ich sehe das Ding irgendwie auf irgendwelchen Rennstrecken, Parkplätzen, Drift-Events. Soll auch das Ziel sein.
Werden wir hoffentlich mal am Bilsterberg sehen, das Gerät hier. Naja, man muss aber noch einen Auspuff bauen auf jeden Fall. weil die sind ja so richtig laut immer. Aber da haben wir uns tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, dass man dann irgendwann irgendeinen Dezibel-Killer oder so da mal reinbauen kann, dass man das auch auf dem Bilsterberg bewegen kann. So ein dünner Frontrahmen, das war irgendwie auch schon immer mein Traum, ne? Weil man hat halt einfach ganz andere Möglichkeiten, alles zu bauen in alle Richtungen. Er hat halt eine massiv lange Front und da muss man uns halt was überlegen, wie man dann so ein Teil letztendlich auch auf den Hänger verladen kann und so. Und deswegen haben wir das jetzt hier mit 4 Schraubpunkten. Kann man jetzt sozusagen komplette Front einmal abnehmen und kommen dann besser zum Beispiel auf den Anhänger drauf. Meinst du, wird so krass, dass sonst keine Chance mehr Anhänger und so? Glaube ich nicht, ne. Also noch einen Anhänger fürs Auto bauen, nächstes Step. Also auf dem Anhänger geht's schon, aber es wäre wahrscheinlich nicht draufgekommen. Ne? Mhm. Ja, aber das sind halt die ganzen Punkte, wo man dann anfängt zu überlegen, wie, wo, was machen. Und Lenkgetriebe ist auch BMW? Genau, ist auch von BMW. Hat der da original so eine Elektroservo drin? Oder genau, was ist das denn? Haben wir einfach blind gemacht, das Teil, Verschlussdeckel drauf gemacht. Kein Bock auf Servo? Das Lenkgetriebe? Nee, also kein Bock auf Servolenkung, wollt ihr da nicht mit Elektro? Nee, das funktioniert so wunderbar. Also du kannst hier reicht. Allein nur mit dem Gestänge, was jetzt hier dran ist, lässt das Teil hier wunderbar lenken. Und da wird halt, wie gesagt, die Brocken werden halt genommen, die halt gerade so da sind. Ne? Wir haben von einem Kollegen eine Hinterachse und eine Vorderachse bekommen. Da war halt die Lenkung noch drauf und deswegen haben wir das halt auch alles genutzt. Und sowas? Auch alles Eigenbau? Das ist alles Eigenbau, ja. Wir haben erstmal grob das Kit drauf montiert dann, die Front, um dann zu wissen, wo sind die Scheinwerferausschnitte und so weiter und so fort. Und dann baust du halt Stück für Stück Verstrebungen nach vorne erstmal. Das geht jetzt zum Beispiel, die Strebe geht jetzt vorne komplett in der Frontlippe entlang. Das verstrebst du dann natürlich. Dann haben wir diese Metallkästen gebaut, das hat er tatsächlich auch original so. Gibt es auch unterschiedliche Versionen, einmal mit 4 Scheinwerfern, einmal mit nur 2 Scheinwerfern und mit dieser Bremsenkühlung. Das fand ich halt deutlich cooler. Ne? Ja. Und haben uns dann da Stück für Stück... Der ist original? Der ist original, ja. Siehst du, haben wir das Originalteil gefunden. Ja. Haben wir es noch endlich gefunden, das Originalteil. Das ist ein neues Teil. Das reicht doch für Hakenzeichen. Ne? Einziges Originalteil am ganzen Fahrzeug. Und Scheinwerfer ist... Das ist auch der originale Scheinwerfer. Den könnte man tatsächlich sogar ein bisschen einstellen hinten über unsere Gewinde. Ja. Krass. Okay. Und so Auslegung von den ganzen Rohren und so? Einfach... Bisschen rumgefragt, rumüberlegt. Genau, ein bisschen bei Leuten rumgefragt, die sowas ähnliches schon mal gebaut haben und so, auch wegen den Bewandlungen und so, ist das komplette Unterkonstrukt ist jetzt natürlich dicker wie die Rohre, die jetzt hier oben lang gehen und natürlich auch sehr viel abgeguckt, gell, bei Leuten, die sowas schon gebaut haben. Du hast jetzt hier wahrscheinlich schon in den Zetteln gesehen, zum Beispiel jetzt hier so ein Pushrod-System und so, wie das halt andere schon gebaut haben und dann hat man das dann halt auf gewisse Art und Weise nachimitiert. Das ist halt auch alles komplett selbst gebaut. Haben die damals aber auch gehabt? Oder war damals noch anders? Das war damals anders. Weil die werden ja auch keine BMW-Achse gehabt haben, ne? Die werden ja schon... Tatsächlich originalen Starrachse. Und die ganzen Komponenten für das Pushrod, wie gesagt, das ist auch alles selbst angefertigt, das Blechen gebaut. Das heißt, das ist alles verschweißt? Also es sind Schweißteile und dann komplett wieder glattgeschliffen? Ich hab schon manchmal gehört, wo habt ihr denn die CNC-Teile? Das ist aber krass. Also ein paar Fächer schleimen wir durch hier. Genau. Die Umlenkungen dann halt dahin gemacht, wo die originalen Dämpfer saßen. Mhm. Das heißt, es ging hierbei in Summe darum, einfach die Dämpfer in der Mitte zu legen. Also wahrscheinlich von der Funktion her werdet ihr das wahrscheinlich bei dem Auto nicht so brauchen, aber sieht halt optisch aber geil aus. Ne? Es war der einfachste Weg, weil wir haben ja hinten jetzt keinen Original-Dom mehr, wo wir hätten mit dem Dämpfer anfangen können. Und deshalb die Umlenkung mit Push-Rod-System. Ja, und das ist halt das Coole an den BMW-Achsen, dass es sowas halt alles gibt. Ne? Ja. Das heißt eigentlich, selbst wenn die Achse jetzt nicht 100% gerade drin sind, kannst du es ja wirklich in alle Richtungen einstellen, so wie der. Genau. Also wir haben tatsächlich das Ding, wo wir es fertig geschweißt hatten, die Achsen drin hatten und so, vermessen. Sind auf der rechten Seite nicht 100%ig hingekommen mit der Exzenderschraube und die Lenker jetzt tatsächlich, die sind von der Firma 55 Parts, da kannst du quasi alle Lenker nochmal exakt nachstellen und einstellen. Ja, dieser BMW-Markt, alles was Rennstrecke angeht, ist krass. Ja. So, das habe ich so auch noch nicht erlebt vorher. Und hier sehe ich Adapterplatte, das heißt, das ist nicht das eigentliche Getriebe, was an dem Corvette-Motor war. Genau, die Adapterplatte ist von PMC Motorsport, das sind Kollegen aus Polen und die haben sich darauf spezialisiert, Adapterplatten für Maschinen und diverse Getriebe herzustellen. Das ist ein BMW 6-Gang Dieselgetriebe, angeflanscht auf einen V8 5,7 Liter aus einer Corvette. Hey, ich muss da einfach mal reinkriechen, ne? Weil das wird schon krass da drin, oder?
Wenn ich mir das so überlege. Krass, ja. Aber du sitzt ja schon mehr oder weniger auf der Kaderwelle am Ende. Ja, das wird schon ziemlich eng. Also wir sind jetzt auch gerade dabei, den Getriebetunnel zu bauen. Wir werden dann von vorne natürlich nach hier immer kleiner. Hier muss es extrem schmal werden, der Tunnel, damit die Sitze wirklich noch reinpassen. Oben die Alusitze sollen dann nachher reinwandern. Der Volk, ich sitze jetzt ja schon mit dem Arsch auf dem Boden und mit dem Kopf eigentlich oben dran. Ne? Also das wird ja auch eher so ein Liegeauto wie damals. Genau, so ein bisschen. Also der Sitz, der ist wirklich exakt dann auch auf dem Fußboden drauf. Da kommt ja nur noch so ein kleines Polster rein. Aber es ist für uns kleine Menschen, sag ich mal, geht dann schon. Und das Ganze verkleiden wir mit Alublech oder wie wollt ihr das machen? Genau. Krass. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall massiv aus. Ich hätte da gar keine Bedenken mit, durch die Gegend zu knallen. Das freut mich zu hören. Weil alleine dieser Grundrahmen, das ist ja schon Wahnsinn. Ja, das ist halt alles aus einer Hand hier in dieser Firma. Wie, so. Wie war das bisher? Es wird ja bestimmt schon ein paar Leute gegeben haben, die da auch eher ein Vierzylinder-Turbo drin gesehen hätten, oder? Genau. Also, du kannst natürlich nie jedem recht machen. Manche Leute verspotten dich natürlich, wie kannst du das machen, da so ein Ami V8 reinzuhängen oder so. Aber das muss natürlich auch irgendwie alles im bezahlbaren Rahmen bleiben. Ich glaube auch, dass das vom Fun-Faktor her, der V8 glaube ich schon deutlich, deutlich geiler. So. Zumindest ist das, was ihr da so mit vorhabt. Ne? Ja. Vierzylinder-Turbo halt immer geil, aber ja, wie du schon sagst. Christian von Kacker ist ja auch schon Bock, da vielleicht mal irgendwann zwei Schnecken drauf zu stecken auf das Teil. Und zack, am Ende doch Viertelmeile, halbe Meile aus. Ja, weil klar, wenn du anfängst, so im klassischen Stil so ein Vierzylinder-Turbo reinzuhängen, weiß nicht, da reden wir ja sofort nur von der Motortechnik, 20, 30, 40.000 Euro sind da ja schneller weg, als du gucken kannst. Ne? Und dann sind es noch nicht mal Originalteile von damals, sondern auch nur wieder so gebautes Zeug. Ne? Und so hast du natürlich einen Motor, der immer funktioniert und auch immer Bock macht. Ne? Und wenn man doch irgendwie mal ein bisschen Dönigs mitmachen will, ist halt V8 immer geil. Ja. 5,7 Liter. Hm. Was haben die denn serienmäßig an Leistung? Der hat so um die 350 PS. Krass eigentlich, ne? Kann man aber noch andere Köpfe drauf machen und noch ein bisschen Spielerei machen, dann hat man so um die 500 PS in so einem Teil für relativ gutes Geld und hat dann seinen Spaß, glaube ich, mit dem Gerät. Na, ich sehe das Auto auf jeden Fall in Polen auf dem Event. Ja. Das stimmt. Weil da könnt ihr euch ja so richtig austoben. Sympathisch. Ja, weil es ist ja noch, also wenn ich mir jetzt alleine nur vorstelle, dass die Karosse draufkommt, dann wird das schon enger. Ja. So vom Gefühl her, dafür, dass man jetzt gerade hier eigentlich noch so luftig drin sitzt. Und Krümmer. Ja, es sind auch schon jede Menge Komponenten da, um jetzt weiterzumachen. Pedalerie, Lenksäule, Position, Sitze, Pedalerie und so, das wird jetzt halt alles reinkommen. Und ja. Und dann geht's voran. Wie ist der Plan mit Lack und Farbe und so? Oh. Oder noch geheim? 100%ig wissen tun wir es auch nicht. Allerdings sind wir halt große Fans von Schwarz Uni. Ne? Kann ich verstehen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch schwarz werden und werden dann halt diverse Sponsorenaufkleber. Also es kommt dann natürlich so ein Racing-Look drauf, ne? Wo dann die Grundfarbe auch nicht mehr so entscheidend ist. Wobei es jetzt so in Schwarzmatt eigentlich auch perfekt hier in eure Halle gerade reinpasst irgendwie. Genau. Viele wollen das halt, dass wir das Original aufbauen mit diesem Jägermeister-Design oder dem Wirt-Design und so. Allerdings wird das optisch auch noch massivst umgebaut werden. Das Heck werden wir komplett anders gestalten. Das wird hinten so ausschweifen mit einem extrem krassen Diffusor, Spoiler und so weiter und so fort. Also das wird dann mit dem Original Zackspeed am Heck am Ende des Tages nicht mehr so viel. Das heißt, das nochmal alles anpassen oder so die Grundbasis bleibt aber? Die Grundbasis bleibt und wir werden jetzt hier anfangen, dann hier weiterzubauen. Das heißt, wir werden die Seitenteile jetzt hier hinten verlängern und ja, hier hinten kommen dann die Diffuse unten schräg hinten in der Hinterachse voraus. Und guckt euch mal bitte an, wie zum Thema auf dem Trailer rauffahren. Ne? Man beschwert sich ja schon immer, wenn so eine kleine Lippe hier so irgendwie rausguckt. Ne? Aber wenn man wirklich Radmitte, das ist ja, keine Ahnung, 1,20 Meter Überhang übertrieben gesagt. So, ne? Das ist natürlich schon die Rille. Ich glaube, man hat noch keine Vorstellung davon, wenn das erstmal rollend irgendwo durch die Gegend fährt. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du siehst das Ding so im Spiegel drin. Aber dieses Kit, das gibt es so zu kaufen. Das Kit gibt es länger zu kaufen und dann muss man halt noch sehr viel Zeit investieren. Das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Ne? Anhand der Struktur ist das Gerät ziemlich wellig. Wir haben das jetzt zwar schon mal so ein bisschen grob angepasst an die Haube und so weiter und so fort, von den Spaltmaßen her. Allerdings die Fläche braucht noch ein bisschen Bearbeitung. Das hier wird nochmal rausgeschnitten, da will uns der liebe Fabian da hinten aus 3D wahrscheinlich ein paar Aerodynamikklappen bauen, die sich dann wirklich über Stellmotoren ausfahren. Ah, geil. Und da soll halt so ein paar Gimmicks sollen da noch rein, die sonst so nicht original gegeben hat.
Aber das Kit besteht somit theoretisch eigentlich nur aus diesem ganzen Frontteil? Das ist auch eins? Das Frontteil, nee, das, also die haben das an einem Stück laminiert, aber aufgrund der Versandgeschichte schneiden wir das dann immer hier ein. Das heißt, wir mussten das jetzt wieder zusammen laminieren, das Teil. Und links, rechts sind diese Seitenteile. Die Seitenteile sind dabei, dann sind zwei Speller dabei, rechts, links und noch so ein Stück vom Heck. Ah, und die Beule in die Haube habt auch schon ihr gemacht? Die Beule in der Haube ist tatsächlich original drin. Echt? Die passt aber wirklich perfekt von der Position und so perfekt auf die Maschine. Mhm, cool. Und es ist ja dann doch noch ein bisschen mehr Blech übergeblieben, als ich eigentlich dachte. Weil das ist ja auch noch halt original, ne? Genau. Die Einstiege. Ja. Ja gut, das sind halt nur so dünne Verstrebungen, wo du dich jetzt halt nachrichten kannst, gell? Wie plant ihr das am Ende darauf festzumachen, also in Summe? Das wird verschraubt. Einmal haben wir hier Verschraubungsplatten, hier oben die, im Heckbereich oben, da hinten. Und dann kommen wir noch zwei, drei Platten hin. Aber das Ziel ist wirklich, dass man das komplette Konstrukt dann an einem Teil oder von dem Rohrraum runternehmen kann, weil das dann halt wahrscheinlich ziemlich fett aussieht mit den mit den Slickreifen, mit dem Breiten. Wenn man beim Event mal kurz alles abnimmt. Ja. Thema Tür. Möchte ich das hier so sehen? Thema Tür. Tür schließt ungefähr hier in diesem Bereich. Und vorne. Das heißt, es bleibt die Originaltür? Bleibt die Originaltür, genau. Oh, krass. Und hier unten kommt nur noch ein Brett zwischen irgendwie. Genau. Wie gesagt, da haben wir ja diese, auch bei dem Kit dabei, diese Originalschwelle. Allerdings auf der linken Seite ist dann so eine Ausbeulung für die Auspuffanlage drin. Deswegen werden wir uns selber Schwelle bauen, die einfach gerade sind, weil wir vorhaben, die Auspuffanlage ungefähr hier vorne seitlich im Kotflügel rauskommen zu lassen. Passt halt. Heißt. Ja. Das ist weniger Aufwand, ne? Brauchst kein Ausgebot. Wo beim Thema Bilzerwerk und, und Lautstärke wir sind, weil da hast du ja so ungefähr 30 cm für den Auspuff. Plus Bilzerwerk auf der Okay, so, und jetzt sind wir hier in dem Bereich, weswegen der Herr da hinten ist ein bisschen thront. Genau. Der hat schon Hunger, der will Kaffee trinken, Philipp. Mikes Lieblingsaufgabe. Immerhin hast du einen Vorteil im Auto, musst du nicht so viel ab dich, ne? Ja, das stimmt. Das ist nicht viel dran. Okay, das heißt, die müssen hier drauf geklebt werden. Genau, wir haben einmal hier oben Anlagefläche um den Fensterrahmen, Türrahmen vorne runter. Und hier hinten bauen wir uns dann nachträglich noch Verstrebungen rein. Wie gesagt, dann bauen wir ja dann das Heck weiter, wenn die Seitenteile hier fixiert sind. Ja. Da sieht man hier, da hinten sieht man jetzt gerade geil, wie es halt einfach so diese komplette Kontur von dem Auto ändert. Ne? Ja. Wenn sich überlegt, wie das Original war und jetzt so geht. Die, was habt ihr mit der Karosse gemacht? Die komplett gestrahlt? Oder habt ihr die irgendwie ins Bad geschmissen? Nee, die haben wir nur geschliffen. Nur geschliffen und neu. Geschmack geprobt und jetzt erstmal die erste Schicht Füller drauf, um halt mal eine einheitliche Farbe zu haben hier von dem Konstrukt. Muss noch ein bisschen was umgeschweißt werden. Die Heckklappe, die geht ja original quasi bis hier runter. Die wird dann aber in dem Bereich ungefähr abgeschnitten. Dann wird der Karosseriefalz hier neu gesetzt, dass man das Dichtgummi halt hier um die Ecke rumlegen kann. Und die Heckklappe ist dann sozusagen kleiner, dass wir hier massiv mit unserem Spoiler und Heckbau weitermachen können. Hat er tatsächlich sogar original so gehabt, dass der dann nur diese kleine Bereich hatte zum Öffnen und der war dann mit Schnellverschlüssen zu. Das heißt, wir müssen einmal die Heckklappe noch durchtrennen. Ja. Nächste Baustelle. Wird noch ein paar Baustellen. Ja. Ah, jetzt wird mal Quach da hinten. Jetzt guckt er. Schon lange gecheckt hier. Aber sonst so zufrieden, sonst so mit dem Häuschen oder so qualitativ eher doch so, dass er euch mehr erwartet hätte? Von den Teilen? Mhm. Ja, ist ein gutes Mittelmaß. Es gibt Schlimmeres, aber es war schon. Aber das passt schon. Jetzt hier schon so einigermaßen dran oder sind hier schon jetzt so alleine 50 Stunden in jedem Seitenteil, dass es überhaupt erstmal so drauf geht? Ja, da ist schon massivst auch was weggeschnitten worden. Also wir haben jetzt hier, das ging hier um die Karosseriefalz rum, das haben wir jetzt weggetrennt. Dann hier auch ging das hier bis rein. Und hier ein bisschen drüber, wir mussten das jetzt halt alles anpassen, haben das jetzt hier dieser Karosseriekontur quasi perfekt angepasst, dass wenn wir das jetzt verkleben oder anschrauben, das sozusagen hier ein und dieselbe Höhe hat. Mhm. Das werden wir dann schön verspachteln und verschleifen, dann sieht das dann halt wirklich aus, als wenn das ein Teil wäre. Ne? Und hier werden wir dann Makralone oder Plexiglasscheiben einsetzen, einfach nicht mehr die Originalscheibe mit nochmal einer Belüftung für die hinteren Bremsen. Das heißt, hier hat er tatsächlich überall eine Absatzkante reingemacht? Die Absatzkante, die ist original drin. Deswegen haben wir das jetzt einfach so. Ach, die ist da tatsächlich original. Krass. Angenommen, und, um das dann da so zu verkleben. Ja. Geil, hier sieht man sogar noch die alte Lötstelle vom. Genau, vom Seitenteil. Ja. Wenn wir das nachher abnehmen, dann sieht man die auch komplett, die geht dann einmal komplett durch. Okay, ja, ich würde sagen, wir versorgen Mike mal kurz mit dem Kaffee.
bereiten das hier kurz vor und dann geht es auch schon mit Verkleben los. Jetzt kommt Mike ins Spiel, das heißt, es wird geklebt. Wir verkleben jetzt die Seitenwand. Das Teil daran. Muss da dran. Ja. Wie ist das von dem Hersteller eigentlich gedacht? Die würden das wahrscheinlich nur festspaxen, Schrauben mieten. Das ist wahrscheinlich jedem Käufer von so einem Kit selbst überlassen, wie er das. Weil ich könnte mir vorstellen, so Rennsport, dass die einfach. Du hast ja schon gesehen, dass die originalen Seitenteile hier an der Naht teilweise angesetzt sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die das Original-Seitenteil komplett ausbohren und das dann an den Original-Seitenteil-Anlageflächen wieder fixieren. Allerdings ist mir das ein bisschen zu lavede. Dann haben wir lieber den Steg hier stehen lassen und können das jetzt hier nochmal vollflächig schön verkleben. Und wie gesagt, diese kleine Kanne, diese 2 mm, die hier ist, spachteln wir hier einfach einen Übergang rein und dann ist das perfekt. Dann passt halt, ne? Ja. Und deswegen kommst du ins Spiel. Genau. Wir haben Folgendes gemacht. Warte kurz. Wir haben das Bauteil schon mal angeschliffen. Das Bauteil ist gereinigt. Die Gegenseite des GFK-Seitenteils ist angeschliffen, ist gereinigt. Jetzt kommt das Thema Klebstoff ins Spiel. Das heißt, der Mike ist da mit dem Thema Klebstoff. Wir nehmen dafür den Kausri-Klebstoff, einen 2K-Epoxy-Kleber, also 50 EP5055. Die gehabt von der Firma Terosun. Genau. Und wir werden jetzt beide Seiten großflächig erstmal benetzen mit Klebstoff. Das heißt, die blanken Stellen, die wir jetzt haben, werden mit Klebstoff benetzt als Korrosionsschutz. Dann trage ich auf der anderen Seite GFK auch nochmal was auf, dass wir genug Klebstoff haben zum Verkleben. Mhm. Und später nochmal eine Naht, meistens so mittig gelegt dann, dass der Klebstoff sich außen wegdrücken kann, die Luft wegdrücken kann, dass wir dann optimal blasenfrei eine Verklebung haben hier in dem Bereich. Allererste Frage, dieser Klebstoff ohne Primer? Das ist ein Epoxidharz-Klebstoff, der ist ohne Primer und die beste Haftung habe ich natürlich auf blankem Untergrund. Mhm. Okay. Weil alles andere, wenn da was zwischen wäre, wäre eine Trennschicht, ich weiß nicht, wie die hält, zwischen Klebstoff und dem Blech nachher. Ne? Weil man kennt es ja vom Scheibeneinkleben ganz oft mit Primern, hier aber nicht notwendig, weil der Epoxidkleber kann das. Der kann das, genau. Thema Rostschutz? Bei blankes Blech und so? Wir arbeiten mit einem Epoxidharzklebstoff und das ist allgemein ein guter Rostschutz. Die Tests, die wir gefahren haben, auch im Labor, zeigen also sehr gute Ergebnisse. Rostschutz ist im Kleber drin. Ist ein Epoxy und von der Viskosität her ist er so eingestellt, der läuft hier nicht runter, er bleibt genau stehen, ich kann aber noch super verarbeiten. Ja. Thema Labor fällt mir auch immer wieder ein, wir waren ja mal bei euch in Heidelberg. Ja. So hat eigentlich alles angefangen und haben tatsächlich mal Zugversuche mit den ganzen Klebern gemacht. Wie ist das mit Verarbeitung? Also ich habe Verarbeitungszeit 60 Minuten, also ich habe gar keinen Stress hier irgendwas zu machen mit den Seitenteilen jetzt verkleben. Oder wenn jemand ein Dach aufklebt, wie bei Marius am Golf zum Beispiel, das Carbondach, das sind nicht 55 dann am Ende, also EP55, sondern EP65, weil die Eigenschaften etwas anders sind. Aber in diesem Bereich habe ich die guten Erfahrungen gemacht, auch bei diesen kürzen Audis, wo die GFK-Teile angeklebt werden, und hält perfekt. Geht, okay. Cool. Das heißt, den muss man auch gar nicht aufheizen, gar nichts, der kommt direkt so hier gleich raus. Raumtemperatur, wir haben gute Temperatur heute, ist alles okay. Reicht vollkommen aus. Haben wir extra vorbereitet. Keine Xastomie gescheut. Extra hier mit Tor auf und nochmal durchgeheizt hier, das richtig warm ist. Aber wie nach wie vor, wir haben neulich auf der Messe mal so ein Spielchen gemacht mit einer Mutter an der Karosse kleben. War wieder erstaunlich, was es halt bedeutet, eine Fläche wirklich zu reinigen oder es halt einfach gegenzukleben. Ne? Oder nicht zu reinigen. Genau, hätte ich niemals gedacht. Also wirklich Mutter an Karosse einfach ankleben, funktioniert nicht. Nur einmal sauber gemacht mit eurem Spezialreiniger. In dem Fall war es ein anderer Reiniger, aber der geht natürlich auch. Und schon hat diese Mutter da gehalten. Ne? Ganz kurz, der ist halt alles, was du mit Terosun machst, ist dieser Reiniger. Wenn du Loctite nimmst, hast du halt den 7063 Reiniger. Auch für Schraubensicherung, Flächendichtung und ähnliche Sachen. Das unterscheiden wir so ein bisschen. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, hat mich definitiv geprägt, weil ich bin mittlerweile auch so weit drauf, selbst wenn ich Loctite benutze für irgendeine Schraube oder so, ne, nicht mehr mit Bremsenreiniger einfach rüber. Bitte nicht. Sondern schon eher gucken, ob nicht irgendwo so ein Reiniger steht, weil Mike das so in meine Birne reingeprügelt hat über die letzten Jahre. Ja. Wichtig ist Kartusche öffnen, anpressen auf dem Papier, dass beide Komponenten da sind, dann das Mischrohr aufstecken, nochmal anpressen, was verwerfen, damit es auch durchmischt ist und dann kann ich loslegen und kann meinen Klebstoff verarbeiten. Da gibt es mittlerweile so einen Running Gag zu, wenn Mike irgendwelche Nahtabdichtung macht,
Dann braucht man gefühlt eine Kartusche für eine so eine Naht, weil die Hälfte der Kartuschen geht erst davor ins Papier und danach auch, aber dafür sieht die Naht dann auch perfekt aus. Du musst erst mal anfangen und aufhören, dann willst du die perfekte Naht haben am Ende. Ja. Aber wo wir beim Thema Naht sind, fällt mir ein, ich soll noch mal darauf aufmerksam machen, am 8.11. veranstaltet ihr ein Webinar. Du bist online. Dabei. Ich muss leider dabei sein, bin dabei, freue mich drauf. Wobei man dazu sagen muss, euer Studio in Heidelberg, wo ihr das macht, ist ja auch cool. Also ja, ist eigentlich schade, dass man da nicht viel, viel mehr macht. Also ich kann nur sagen, schaut mir zu, weil es macht Spaß, mal zu sehen, wie man da richtig abdichtet. Es macht dir Spaß, es zu schauen. Das ist wirklich so. Ne? Man sieht das so, auch so jeder Gang wird immer so diese anderthalb Meter so dreimal. Wie so ein Golfspieler, der so Probeschwünge macht und dann... Nein, 8.11. Webinar, wir machen in die Beschreibung einen Link, falls ihr teilnehmen wollt, könnt ihr euch einfach anmelden, kostenlos zugucken, wie Mike ein paar Kartuschen. Genau, 8.11. Ich freue mich, wenn es jeder kann am Ende, das ist ja das Schöne. Ja, dann musst du es nicht mehr machen. Egal, wir driften schon wieder ab. Okay, als erstes benetzen, sagst du. Schneeflocken aufmachen, wir machen das mal schnell. So, beide Komponenten sind da. Mischrohr aufsetzen. Machst du das echt jedes Mal? Also musst du machen. Musst du machen. Ja, das kennt man selbst von diesen kleinen zwei Komponenten Kartuschen. Für die Kunststoffreparatur oder ähnliches. Genau, da muss man immer erst mal einen Drücker rausmachen, dass wirklich beide Komponenten vorne an der Spitze hängen und dann... Weil ich hätte jetzt tatsächlich da durchgedrückt und hätte davon den Anfang erstmal. Aber wie viel denn? Wann weißt du denn, wann es gleich ist? Wenn die Mutter an der Karosse hält. Ja. Ne? So, wir können das ein bisschen größer schneiden, dann kommt ein bisschen mehr Klebstoff vorne an der Spitze raus. Zack. Klack. Fertig. Jetzt können wir da auftragen. Ich fange jetzt hier an, bereite das vor. Wieder kein Stress, 60 Minuten haben wir Zeit zum Verarbeiten. Und das kriegen wir ohne Problem hin. Wie viel brauchen wir davon ungefähr für den Seitenteil? Für die Seitenteile, ich gehe davon aus, weil es zwei große Flächen haben, zwei Kartuschen. Also eine ist... Mit einer müsst ihr es nicht schaffen. Okay. Weil lieber mit Überschuss arbeiten, auf Nummer sicher gehen. Gerade auch bei den Teilen, die sind halt nicht hundertprozentig passgenau, dass man dann halt bestimmte Stöße auch nochmal überbrücken kann mit dem Kleber, ist ein bisschen mehr besser auf jeden Fall. Wie weit härtet der aus? Wird der so richtig brennt? Komplett. Dass du den richtig schleifen kannst? Den kannst du richtig schleifen am Ende. Hat der beim Aushärten eine Funktion, dass er sich so ein bisschen ranzieht? Oder bleibt der? Der bleibt so, wie er ist. Der zieht nicht, der dehnt sich nicht aus, der bleibt so, wie er ist. Okay, also so wie wir es da jetzt dran klatschen, bleibt es auch am Ende. Ja, dass wir mit Überschuss arbeiten, was rauskühlt, ist gut. Dann weiß ich, dass genug Klebstoff unter meinem Bauteil zum Verkleben. Cool. Also beide Flächen benetzt und jetzt hier nochmal. Jetzt haben wir mit Klebstoff drauf appliziert, dass wir das gleich pressen können. Dass er sich dann rausdrückt schön, dass die Fläche verklebt ist. Mhm. Da, wo es uneben ist. Weil im GFK hast du vielleicht Unebenheiten. Und wenn es beides benetzt ist, hast du eigentlich genug Klebstoff, damit das auch alles sich verbindet miteinander. Klar. Wie oft hast du es ungefähr drauf und abgeschraubt schon? Etliche Mal. Wahrscheinlich 50, 80, 100 Mal. Genau, nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber einfach, um zwischendurch ab und zu mal die Optik zu sehen, was einen dann ein bisschen angespornt hat, sag ich mal so, ne? Ja, irgendwie ist ja so, weißt du, alleine schon gucken, schneiden, schleifen, dranhalten, schleifen. Ja, und die Seitenteile, wir wollten da natürlich so viel Fläche eigentlich stehen lassen, wie wir wollten, allerdings die Räder tauchen dann wirklich bis hier oben hin ein und deswegen haben wir das jetzt soweit alles ausgeschnitten, wie es dann auch muss, ne? Ich kann mir schon vorstellen, wie oft das dran und ab und dran und ab und dran und ab. Gerade die Anpassung der sehr vielen Fahrteile, da noch was wegschleifen und da noch ein bisschen was anpassen. Deswegen, hat schon ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, dann würde ich sagen, heben wir es mal drauf. Daran. Krass, wie das ganze Auto gleich anders aussieht. So, jetzt würde ich sagen, setzen wir mal hier oben an. Irgendwo muss hier ein Loch sein. Oh. Perfekt. Jetzt für die Zuschauer, die Schrauben sind jetzt gerade nur zum Fixieren, dass der Kleber trocknen kann. Ja, dass an der Stelle bleibt, wo es dann am Ende sitzen soll. Ja. Die werden wir nachher eh wieder alle komplett rausschrauben. Weil, wie gesagt, wir müssen hier eh nochmal divers spachteln, um das hier auch in Fläche zu kriegen. Weil das ist jetzt natürlich die Jackpot-Variante, um das Seitenteil vernünftig zu fixieren. Normalerweise hätten wir jetzt ja wieder angefangen mit irgendwelchen Hebeln, mit Klebeband irgendwie draufdrücken. Ja. Das ist natürlich so schon am entspanntesten.
Aber gerade jetzt schraubst du natürlich die Schraube mit dem Kleber durch Seitenteil. Das ist natürlich auch korrosionsmäßig, wird da nie wieder was passieren. Ja. Bin mal gespannt, ob du die Schraube mit rauskriegst oder ob du abreißt. Also, wenn ich dicke schliffen. Ja. Freut sich der Lackierer dann, wenn er gerade den Spachtel schleift und dann doch nochmal eine Metallschraube drunter ist. Wer ist der Lackierer? Ja. Karosseriebauer, Ingenieur, Lackierer, alles in einem. Fahrzeughersteller mittlerweile, Modedesigner. Jetzt einmal Spaltmaße einstellen. Ja. Du hast richtig Vertrauen in deine Blechschrauben, ne? Ich, ja. Jetzt kommt Mikes Lieblingsaufgabe. Das Putzen. Da gibt es noch einen Trick. Ja, man könnte fast denken, dass du verwendest den Kleber danach in dem Deckel nochmal ein weiteres Mal. Also, falls du gerade noch irgendwas kleben müsst hier, irgendwie so. Eine halbe Stunde hast du noch vor der Zeit, dann bist du hast gleich einen ganzen Deckel voll. Okay, oben ist das schön glatt. Der Rest ist da drin, was so viel ist. Mhm. Perfekt. Vor allem, du kannst mit Zusammendrücken des Deckels noch variieren, wie tief da rein ist. Ne? Alter Sahara-Trick hier. Ja, Fabian, wir sind ja gerade beide Sparteheim, oder? Da kann er ja mal mitkommen, der Mike. Schon alles abgedichtet. Boah, stell dir mal vor, du willst irgendwie so deinen Vermieter ärgern und klebst irgendwie mal so eine Schüssel mit dem Kleber einfach irgendwo an oder so, ne? Da kannst du, glaube ich, auch nur die, oder großflächig so einen Spiegel, da kannst du mir den Putz mit runterreißen danach. Also wie viel soll er weg? Also ich putze jetzt einmal kurz im Randbereich, nur es bleibt alles so wie es ist. Hier oben gehe ich noch mal ein bisschen, dass die Regenrinne hier auch frei ist. Weil wenn es ausgeht, müsste der Johannes ja dann unendlich schleifen hier. Ja. Könnt ihr aber dann mit dem Spachtel direkt auf den Kleber gehen? Oder grundiert füllt man das einmal komplett über? Ne, das raut man an. Und dann kann man da eigentlich direkt drüber gehen. Direkt aufschmachteln. Okay. Ja, sieht toll aus, Mike. Muss ich jedes Mal wieder sagen. Man könnte meinen, du machst das jeden Tag. Eigentlich schon. So, ich glaube, als Abschluss müssen wir noch einmal die Front da drauf schicken. Dann ist komplett. Dann können wir einmal das Objekt der Begierde hier betrachten. Und für euch nochmal die Erinnerung, jeder, der Bock hat, bei eurem Webinar teilzunehmen, kann jeder online sich einfach einklinken, kostenlos registrieren. Link in der Beschreibung. Und wer zugucken will. 8.11. Vielleicht muss ich tatsächlich auch mal was machen. In Heidelberg, haben wir letztes Mal so gesagt. Wir schauen mal. Okay. Dann lässt sich vorne nochmal. Das erste hier, der Heiler ist erst von oben rein. Dann müssen wir hoch. Wir müssen beide nochmal hoch, Mike. Nee, hoch. Und drüber. Ja. Vor, wieder. Boah, kann man auch noch festkleben gleich. Hallo, hier sind wir wieder. Wir waren schon eine Thematik weiter und wir hatten schon überlegt, was wir hier so mit Wasserkühler und so. Aber das seht ihr dann in einem späteren Video nochmal. Geil. Vor allem, was halt heftig ist, wie verloren dieser kleine 5,7 Liter V8 Motor dann aussieht. Ne? Genau. Ist ja wirklich so, also weißt du, gefühlt könntest du ja zwei davon reinstellen. Hintereinander, ja. Du sicherst 2 Meter überhaupt rein? Ne? Ja. 1,87. Ja, 1,88. Ja. Okay, hier oben auf der Kante, aber nee, aber der ist doch hinten deutlich weiter, oder? Hinten ist er noch weiter. Hinten kann man ja jetzt mal das Fenster durchlegen. Dauer, ne? 1,95. Boah. Darfst du auf der Autobahn der Baustelle so noch links fahren, ne? Bist du unter 2 Meter. Wie ist das hier links, rechts, die Schwerter zwischen vorne und hinten, die Schweller, die gibt es oder müsst ihr die anfertigen? Die gibt es, die haben wir tatsächlich auch da. Allerdings kommt da ja original die Auspuffanlage hier raus. Mhm. Und die wollen wir hier weglassen, wollen die dann hier direkt vorne an den Kotflügeln seitlich rauskommen lassen. Sidepipes! Also kann ich aber kurz zeigen, wie gut so ein Kit eigentlich passt, wenn man es jetzt einfach machen will. Nochmal ans Ende des Videos nochmal so ein richtig schönes Negativbeispiel. Als Motivation für alles Weitere. So, wie gesagt, das ist jetzt normalerweise die Abgasanlage, die jetzt hier rauskommt. Ist halt wirklich einfach nur hier so ein GFK-Plättchen. Und auch nur auf einer Seite, ne? Und auch nur auf einer Seite und das passt hier wirklich. Ja, jetzt natürlich der Bühnenarm auch im Weg. Ja. Oh, ja. Passt hier alles nicht so nice. Aber krass, ja, da sieht man nochmal, wie breit das Ding eigentlich ist. Ne? Man überlegt das alte Auto aber hier zu Ende. Mal 20 cm pro Seite mehr. Wahnsinn. Also die Tür, die steht schon einig schön drin hier. Geil, ne? Das sieht man jetzt gerade so das erste Mal, wenn die Tür hier so zugeht, was hier so an, was das so für ein Trittbett da dran ist.
Camaro irgendwie. Puh. Ja. Also meinen vollsten Respekt habt ihr, in der Kürze der Zeit das Ding hier so durchzuziehen. Und wenn man jetzt hier so vorsteht, dann ahnt man schon, wie böse das Ganze am Ende wird. Also ist noch ein langer Weg, aber... Ja, das Ziel ist in Sicht, oder? Mittlerweile glaube ich sogar selbst dran, dass es was wird. Nein, das wird auf jeden Fall schön geil. Ja, vielen Dank, dass wir es begleiten durften, dass wir es zeigen durften. Schaut bei den Jungs auf dem Channel vorbei, weil da gibt es nämlich wahrscheinlich zu jeder Schweißnaht hier die passenden Bilder. Genau. Für jeden, der jetzt neugierig geworden ist und ein bisschen was gucken will. Mike, danke wie immer für die Arbeit. Ne? Macht schon Spaß. War mal wieder ein Vergnügen und ja, war nicht das letzte Video. Wir bleiben am Ball. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.